Willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2 Discover the World. Wir fahren gerade über die Elbe. Da wollte ich euch, deswegen habe ich ganz schnell wieder eingeschaltet. Wollte ich euch ganz kurz zeigen. Sehr viel Verkehr hier gerade, deswegen muss ich aufpassen. Ich sag mal nichts dazu. Ja, ich ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde jetzt die Folge nicht neu starten. Warum ist der Thermomat nicht drin? Und, da ist ein Rastplatz. Ich überlege, ob wir da halten. Oh, da ist Esso. Müssen wir da... Die Frage ist jetzt, müssten wir da anhalten oder nicht? Oh. Schau mal kurz nach. Ja, ich weiß nicht. Nee, fahr noch ein bisschen. Ich möchte nicht nochmal den Fehler machen, dass wir zu spät kommen. Also, vielleicht sind wir ja gleich schon an der Fähre. Oh, da war Polizei. Guten Tag. Ja, wir fahren immer noch mit unseren LKW Mercedes 1632 NG rum, ne? Also, er fährt sich super. Er fährt sich einfach super. Auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Zeit benötigt, um zu beschleunigen. Oh, was haben wir hier für eine Stadt? Neuhaus. Neuhaus, okay. Ach, guck mal, das. Oh, das finde ich cool, wenn man so... Man kommt von der Landstraße und fährt durch die Stadt und ach, das ist doch einfach wunderbar. Spielende Kinder, müssen wir vorsichtiger fahren. 30 ist hier. Euro Truck Simulator. Werbung. Euro Truck Simulator 2. Und wir verlassen Neuhaus und fahren weiter in Richtung See. Wenn nicht sogar mehr. Dahinter seht ihr Windräder. Ja, nochmal vielen Dank, sag ich mal zwischendurch, für euer Feedback, für eure Kommentare. Ich kann da, wie gesagt, momentan nicht drauf eingehen. Da ich das halt in der Staffel aufnehme und wir haben ja gesagt, wir fahren jetzt einige Kilometer mit diesem wunderschönen Truck und ach ja, über Landstraßen. So muss das sein. Wunderbar hier. Wunderbar. So, hier ist 60, würde ich sagen. Wir schauen noch mal kurz nach. Oh, sicher, ist sicher. Genau, 60. Ja, das ist immer noch... Also, das probiere ich. Ich muss irgendwie überlegen, wie wir das anders machen. Mit dem Navi, weil es gefällt mir nicht so ganz, dass wir zwischendurch nachgucken müssen, wie schnell wir fahren dürfen. Weil die Schildern kannst du nicht vertrauen, weil es mehr auf Autos getrimmt ist. Und wir sind ja hier in LKW und wir dürfen ja nicht nur 60 fahren. Rechts geht's nach Berlin. Wir fahren aber weiter geradeaus. Ach, das ist auch cool. Das ist auch cool. Schaut euch das an. Schaut aus dem Fenster und staunt. Da mache ich den Bus drauf. Er sagt sich mal, er fährt einfach drauf. So, Hamburg geht's rechts auf die A24. Hamburg ist auch übrigens cool, also, ne? Das ist auch sehr, sehr cool da. Wer da schon mal war, der soll sich den Hafen anschauen unbedingt. Oder wer da noch nicht war, besser gesagt, ne? Wer da schon mal war, weiß, wie geil der Hafen ist, oder ist natürlich auch Geschmackssache, also... Ja, ja, so, was haben wir da? Ist das eine Fabrik? Ich habe übrigens mal gedacht, warte, wo haben wir denn die Taste? Hm, ich hoffe, ist sie das? Nee, ist sie nicht. Das hier. Och. Oh. ist das Fail? Ey, das. Nee, wir schauen hier aus dem Fenster. So. Ich wollte mal für euch ein schöneres Bild. Eine schönere Perspektive machen kurz, aber rechts geht's nach Rostock, Hamburg, Kiel, ne, geradeaus, weiter geht's.
Gute Fahrt. Das machen wir. Ich fahre einfach gerne in Perspektive. Weil, ihr habt es gerade gesehen, was sonst passieren könnte. Ne? Und es sieht halt nicht so cool aus. Ja, okay, ich sag mal, natürlich Außenperspektive sieht man natürlich mehr von der Landschaft. Aber es ist natürlich auch lauter, ne? Ich spreche mal ein bisschen lauter hier. Und fahr mal wieder in der Innenperspektive. So, aber wir müssen unbedingt anhalten, weil, ne? Ich bin müde. Ich bin müde. Okay, bei ETS 2 ist es halt noch so, dass du zwischendurch halt, sag mal, speichern kannst, nächstes Mal weiterfahren könntest. Ich mach's aber, also ich mach's nicht, bitte versteht das, weil ne, man ist einfach dann so drin, ne, man weiß, ne, wo man hinfährt und, ne, wir fahren übrigens nach Reykjavik, wenn ich's da richtig ausspreche, also Island. Und man fühlt sich halt drin und ich habe das schon mal gesagt, wenn man mehrere Folgen aufnimmt, ne, man ist wirklich in dem Spiel fokussiert und ja, das ja, finde ich ganz cool, sag ich mal. Und natürlich, ne, ich sag's mal mit der Kommentare, ist das halt das Problem, dass man nicht direkt drauf eingehen kann. Aber oh, hier ist ein Kreisverkehr. Tatsächlich. Uiuiui. Tatsächlich. So, Rostock müssen wir auch nicht hin. Müssen weiter geradeaus. Da. Ist nach Lübeck oder Richtung Lübeck auf A207. Wenn es so richtig ist, das finde ich auch cool. Also schön mit Kreisverkehren hier. So. Ah, jetzt fahren wir schön am Wasser her. Ah, das sensationell. Sensationell, Leute. Schaut euch diese schöne Landschaft an. Das Wasser, das bewegt sich. Wellen. Häuser. Besser geht's doch nicht. Besser geht's doch nicht. So. Und wir werden gleich, denke ich mal, die Fähre anfahren oder sind schon dabei, wo wir es genau machen, weiß ich noch nicht, ob wir es hier machen, ist Hafenstadt, ne? Steht da auch sogar, die Frage ist, wie wollt ihr das haben, wollt ihr, dass wir, genau, wir werden müde, wollt ihr, dass wir einmal, bevor wir, also wenn wir losfahren, die Strecke uns anschauen, wo wir her müssen und, ja, also generell ist es eigentlich, ne, wir wollen ja viele Landstraßen mitnehmen, weil es da irgendwie ein bisschen spannender ist und, ne, man ist auch nicht so schnell unterwegs, ein bisschen chilliger. Oder sagt ihr einfach, ne, drauf losfahren und wir lassen uns überraschen, wo wir alles herfahren und so weiter. Vielleicht auch nochmal kurzes Feedback geben, ich sag schon mal danke und fahre hier ganz nice weiter. Ganz gemächlich. Wir haben Lübeck verlassen und werden Plön, Kiel, Plön, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Hier geht's rechts nach Burg auf Fehmarn. Ach, nee. Schon krass, also ne, Namen kommen einem schon bekannt vor. Sehr, sehr cool. Ja, ist schon ein bisschen dunkel hier im Kämmerchen. Ja, wir werden müde, ist das Problem. Wir müssen unbedingt was finden zum Pennen. Hamburg rechts. Das ist jetzt ein kleines Problem. So, mal kurz gucken. Wobei man, ich glaube,
Man kann auch auf der Fähre schlafen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Weil es schon ein bisschen länger her, dass ich mit der Fähre gefahren bin. Hier im ETS 2. Uiuiui. Das ist doch ganz schön kurvig. Hier ist auch eigentlich 60. Oh, das ist mehr so ein Countdown gerade, das Gefühl so, ne? Countdown-Musik. Ja, das ist so ein schönes Pfeifen der LKW, so, ne? Wenn man Gas gibt. So, jetzt muss ich doch mal tatsächlich eben schauen. Oh, yo. Oh, Mann, das ist nicht gut. Genau, schauen wir es mal eben nach. F5. Hulala. Ullalalalala. Wir müssen noch ordentlich fahren. Wir müssen unbedingt... Ich glaube, in Kiel reinfahren. Das geht nicht anders. Wir müssen da pennen. Das machen wir. Okay. Nützt alle nichts, Leute. Wir werden müde. Wir müssen einmal in Kiel reinfahren. Aber das ist jetzt kein Problem. Das ist jetzt kein Katzensprung. Kiel Süd. Kiel Süd. So, sorry. Nochmal netto. Oi, 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 oi. So, rechts abbiegen. Coca-Cola. Nee, ich dachte schon, wäre Coca-Cola. So, Achtung, jetzt könnte es zu FPS-Einbrüchen kommen. Because wir fahren in eine Stadt. So, herzlich willkommen in Kiel. Nee, wir waren schon mal in Kiel, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen zu pennen suchen. Ja, das ist ein Hotel, aber ja, wir da mit unserer Fracht gerade drauf fahren sollten, ist nicht wahrscheinlich so. Ist da, was ist da? Ich dachte schon. Oh, alles gut. Ja, sie werden müde. Ich weiß. Es ist erstmal grün. So. Wir werden jetzt erstmal pennen gehen. Unbedingt. So, haupts. Ja, wir fahren jetzt einfach so drauf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Schön auf. Schön hier zum Hotel. Ah, ist ja perfekt hier für uns ausgelegt. Parken jetzt einfach vorwärts. Dann werden wir rückwärts dann nachher aussetzen. Hier können wir nicht pennen. Was kommt, warum das denn jetzt wieder nicht hier? Oder vielleicht ein bisschen vorne. Na, was ist da los? Manchmal habe ich das Gefühl, es liegt am Truck, aber ich weiß es nicht ganz genau. Mein Gott, das hört sich schäbig an, die Kiste, ne? So, ist das der richtige? Ah, jetzt. Nee. Nein, immer noch nicht. Jetzt. Ah, jo. Ja, machen wir es mal. Dann machen wir das Licht aus. Jetzt bin ich aber echt müde. So. Meine Güte, so. Zack. Und gute Nacht. So, jetzt muss ich schauen. 111 Stunden, 49 Minuten Restzeit, alles klar. Hört sich immer noch viel an, aber man weiß nicht, wie viel Kilometer wir noch fahren müssen, ne? Also, wir schauen mal eben auf die Karte. Lade. Ja, gut. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Boah. Heide Witzka. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das sind nicht so viele Kilometer noch. Boah. Damals aber. Huiuiui. Ja. Da überlege ich tatsächlich, ob ich da doch zwischendurch Pause machen sollte. Und, weißt du, wisst ihr, weil das sind ja doch schon einige Folgen dann. Ob ich nicht auf eure Kommentare eingeklickt kann, das stört mich dann so ein bisschen.
Wobei, oh, muss mal Licht anmachen, das geht ja gar nicht hier. Jetzt gucken, noch zweimal. So, auf geht's. Kommen wir da rum? Nein. Ich hoffe schon. Ja, war doch eine gute Nacht. War ruhig schön, so muss das sein. Ob das wirklich der LKW war, weiß ich jetzt hier nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir rumkommen. Aber es klappt. So. DRL ist hier, da müssen wir nicht hin. Dann geht die Tour weiter. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben uns eine ordentliche Tour ausgesucht. Meine Güte, ist das lang. Das glaubt man gar nicht. Also ich habe auch gar nicht richtig auf den Kilometer geguckt. Ich habe einfach nur, okay, oh, ne? Ich habe Bock drauf. Fahren, los geht's. Nicht, dass man nachher noch zweifelt. So, da geht's nach Rendsburg. Zack. Handbremse drin und... Mein Gott, die Folge ist schon wieder um. Das geht so schnell um hier. Ja, ich möchte mich jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Schau euch das mal an. Kleiner LKW, großer LKW. Naja, ja, ich muss jetzt hier losfahren. Ich wünsche euch noch einen, ja, wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann, schätze ich mal, morgen wieder. Und ja, ich sag mal dann, sure we can. Also, ne, wir erreichen schon das Ziel irgendwann. Bis dann und, ja, ne, wie immer, Feedback bitte nicht vergessen. Gerne Verbesserungsvorschläge und weiter. Ich weiß, ich hätte schon fahren müssen. Tut mir leid. Ich bin jetzt raus und tschüss.